Heute sprechen wir über Krankheiten des rechtsseitigen Dickdarms. Das hier ist der gesamte Dickdarm, also der letzte Teil des Verdauungstraktes. Und das hier ist die rechte Seite, von Ihrer Seite aus links, aber das ist immer aus Sicht des Patienten. Und die Erkrankungen, die hier operiert werden müssen, sind in der Regel bösartige Tumoren oder Polypen, die man mit dem Endoskop nicht entfernen kann. Jetzt erläutere ich, wie das geht. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein Tumor ist, ja, da kann man jetzt nicht nur so ein Stückchen rausschneiden. Ja, das vergleiche ich immer mit einem Brot, wo ein bisschen Schimmel ist. Da schneiden wir auch nicht den Schimmel raus, sondern da muss die ganze Scheibe weg. Also es muss radikal entfernt werden, sodass alle Tumorzellen, auch die mikroskopisch kleinen Tumorzellen, endgültig weg sind. Also das eine ist die Radikalität. Das andere ist die Gefäßversorgung. Denn der Tumor neigt dazu, zu streuen. Und hier sind diese Blutgefäße, die kommen von ganz zentral und gehen dann zu dem Dickdarm und versorgen den mit Blut und Sauerstoff. Das heißt, diese müssen wir auch mit entfernen, denn die Lymphknoten, die gehen entlang dieser Blutgefäße nach zentral. Und wenn wir jetzt hier knapp abschneiden, dann bleiben vielleicht manche Tumorzellen drin im Körper und da wird der Tumor weiter wachsen. Das heißt, wir müssen hier ganz zentral die Blutgefäße abschneiden. Das heißt, dass wir nicht nur einen kleinen Teil des Darms entfernen können, sondern in der Regel diesen ganzen Teil bis da. Ja, das muss alles weg. Das hier ist der Dünndarm. Da wird ein Teil des Dünndarms mit entfernt und zwar der Teil, der hier in den Dickdarm mündet. Dann wird am Ende der Dünndarm hier oben angeschlossen. Die Entfernung des rechtsseitigen Dickdarms ist eine Operation, die man in der Regel mit Schlüssellochtechnik, also ohne große Schnitte, machen kann und die in der Regel die Heilung zur Folge hat. Das heißt, diese Erkrankung ist heilbar und einen künstlichen Ausgang brauchen wir hier niemals.